Okay, Spyro, spring in das Loch im Boden, um zu Crashs Kerker zu gelangen. Crash. Ich helfe dir, indem ich Schafe durch das Loch werfe, wenn ich sie fangen kann. Viel Glück! Wow, sehr, sehr diabolisch, aber okay. Crashs Kerker. Nice. Bevor du ins Burgverlies gehst, Spyro, willst du bestimmt wissen, wie Ripto und seine Monster nach Avala gekommen sind. Ja, das ist eine gute Idee. Der Professor nämlich in der Wintertundra an einer neuen Supertortechnik. So, die letzte Kugel ist an ihrem Platz. Mal sehen. Wir brauchen nur einige Koordinaten. Wie wär's mit 22475? Es ist mein Geburtstag. 22. Ich habe auch einen 22. Geburtstag. Nein, Jäger nicht! Was? Runter von mir, runter von mir, ihr Taugenichts! Oh. Ah, so ist es also passiert. Warum kann nicht einer von euch? Wie Jäger winkt. Wo sind wir? Keine Drachen. Wunderbar. Crash, geh zurück und pack meine Taschen. Wir ziehen um. Begrüßt euren neuen König. Professor, machen Sie es zu. Schnell. Oh Gott, ich kann nicht sehen. Ich glaube, ich habe meine Brille zerbrochen. Wie das denn? Crash, geh durch das Tor, du Idiot! Sag deinen Freunden, dass sie die Kugeln in Avala verstreuen sollen, schnell! Nein! Schluck, Crash, hol die Kugeln jetzt! Ah, du widerliche kleine Kreatur, ich bringe dich um! Oh, hey. Das sind schlechte Nachrichten für Avala. Jäger, warum hast du ihn nicht verfolgt? Ich hätte ihn ja gern verfolgt, oh, aber süß. Hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, könnten wir einen Drachen fangen, um uns zu helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser geeignet ist, solche Kreaturen abzufangen. Vielleicht Glimmer. Gute Idee, wir sollten sofort gehen. Was? Ach so, okay, ja. Ja, Glimmer. Macht natürlich Sinn, weil, ja. es geht los. Ich habe keine Ahnung, wie der Boss ging. Alles klar, darüber springen. Alles klar, darüber springen. Zwischendurch mal anfeuern. Ich weiß es nicht. Rüberspringen. Okay, ja. Yo, ich würde sagen, so läuft das. So läuft der Hase, Jungs. So, nicht anders. Ah, ich sollte nicht so weit weglaufen, glaube ich. So, und... Uah, Feuer, Jungs! Ganz schön viele Steine irgendwie oben drauf. Hätte ich nochmal anfeuern können? Ich weiß es nicht. Darf ich da raufgehen? Ich probier's mal aus. Ja, ich darf da raufgehen. Na cool. Die sahen halt gerade so böse aus. Yay! Feuer! Nice. Also wie man merkt, meiner Meinung nach sind die Bosse hier wesentlich schwerer als im ersten Teil. Also es ist schwerer. Die sind immer noch sehr leicht. Das ist kein Dark Souls hier. Aber im ersten Teil war das meiner Meinung nach viel zu leicht. Und Feuer! Okay, gut, damit habe ich noch nicht mehr gerechnet. Also wusste ich nicht mehr, aber gut. Haben wir natürlich wieder sehr souverän gelöst. Und Feuer! Kommen ohne Probleme. Easy peasy. Und das letzte Mal. Feuer und weglaufen.
Yeah. Hat er natürlich nicht erwischt. Easy peasy. Könnerpunkt. Ja, den Könnerpunkt kriegt man hier, wenn man einfach nicht getroffen wird. Wie ist es? Es war halt nicht wirklich sehr schwer. Möchte ich mal meinen. Crash. Du konntest vielleicht diesen Tölpel schlagen, aber Schluck wird dir mehr als ebenbürtig sein. Ach. Dann mal los, Kleiner. Stimme. Schluck, komm sofort her! Mach ihn alle und sorg dafür, dass es weh tut. Was? Das Dach? Schluck, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! ja, gut. Was für ein Waschlappen? Ja, ist irgendwie so ein bisschen. Und unser Lösungsbuch, unser Guidebook hat jetzt das verändert. Oh, die in der Herbstfeld. Die zweite Welt quasi. Dieser Ripto hat genug Schaden angerichtet. Der hat mich ein Vermögen gekostet. Wenn Spyro nicht wäre, wäre ich pleite. Wenn Ripto hier wäre, würde ich ihm mal die Meinung sagen. Und nicht nur das. An der Universität war ich Boxmeister im Bantamgewicht und kenne immer noch einige Haken. Nimm das und das. Boom. Aber du. Ja, und somit ist es quasi, die zweite Welt eröffnet für uns und wir können in die neuen Level. Die Frage ist jetzt nur, beende ich erstmal die ersten? Nee, ich glaube, wir machen jetzt einfach weiter. Wir machen jetzt mit der zweiten Welt weiter und so machen wir so weit spielen wir oder so viel wie möglich. Das würde ich doch mal behaupten. Wir spielen quasi so viel wie wir können. Und machen so viel wie wir können. Wenn wir dann ich sag mal so gegen Ende, wenn wir denn zum letzten Boss können, dann gehen wir nochmal die einzelnen ersten Level, also ab dem ersten Level durch und machen dann 100% in jedem Level. Ja, ich denke, das machen wir so. Boom! Apropos 100%. Was ich zeigen wollte, wenn ich jetzt auf das Handbuch gehe, ja, und kann dann in Welt 1 nachgucken und Crash Kerker. Ich war der Meinung, da stand auch der Könnerpunkt. Kein Talisman. Nee, doch nicht. Ich war der Meinung, das war so. Aber okay, mach nichts, kein Problem. Oder war das später? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ist, wie gesagt, egal, mach nichts. Wir spielen jetzt erst einmal weiter. Sommerwald. Achso, genau. Hier kommen wir quasi in die erste Welt zurück. Das sah ganz seltsam aus für mich. Ja. Muss ich kurz nachgucken, was es war. Ich wette mal, ein reicher Drache wie du würde gern ein paar Edelsteine abdrücken, um klettern zu lernen. Ich wäre bereit, es dir beizubringen. Für, sagen wir, ein bescheidenes Entgelt. Na, 500. Du wirst es nicht bereuen. Okay, wenn du eine Mauer siehst, die besteigbar aussieht, wie die zu meiner Linken hier, spring darauf. Du kannst dich mit deinen Klauen halten. Benutze die Richtungstasten, um dich hoch und runter zu bewegen und drück X, um runter zu springen. Du kannst auch seitlich auf eine andere Kletterfläche springen. Okay. So, das heißt, wir springen einfach ran und können klettern. Easy peasy. Dafür haben wir jetzt gerade 500 Edelsteine okay. Warum auch nicht? Das hätte ich ihm auch erzählen können, aber hey. Na, ich bin ja mal ganz netter heute wieder. So, jetzt können wir hier seitlich rüberspringen und, die andere Kletterwand. Oder die andere Seite der Kletterwand benutzen. Oh, Glut. Das war eine sehr, sehr schöne Welt, meiner Meinung nach. Aber das werden wir dann ja später sehen. Ich gehe nochmal runter, weil wir haben hier natürlich noch eine Menge übrig. Beziehungsweise noch nicht eingesammelt. Wir gehen erstmal ganz außen rum. Damit wir auch hier alle Edelsteine hier in diesen Löchern haben. Ah, sieht gut aus. Hier waren wir schon, deswegen. Was ist das hier? Kristallgletscher.
Ich glaube, ich weiß, welches Level das... Nee, nö, never mind. Das ist es, glaube ich, nicht. Egal. Okay, kein Leben dabei, dann gehen wir weiter. Ach nee. Wow. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Sorry. Was möchtest du uns sagen, Hübsche? Gut gemacht, Spyro. Die Macht deiner Kugeln hat den Wirbelwind aktiviert. Hä? Yeah. Naja, das war geplant. Das war schon geplant. So. Ich bin auch der Meinung, wir haben jetzt also... Ah, nee. Doch. Doch. Ich glaube, wir haben alle Fähigkeiten gelernt. Bin mir aber gar nicht sicher. Oder nicht? Oder? Toll. Hm. Ja, super. Ich würde mal sagen, das ist so 50-50. Okay. Ich denke, das ist hier das Nagelse. Die Legende sagt, dass es hier ein Tor nach Zephyr gibt. Und weiterhin sagt sie, dass ich weiß, wie man es aktiviert. Außerdem erwähnt die Legende ein kleines Entgelt für mich für das Aktivieren, wenn ich mich recht erinnere. Ja, nee, da muss ein Fehler liegen, also. Ja, super. Danke. Ganze Kohle für die direkt. Edelsteine, Spyro. Mit dem ganzen Geld kann ich einen Echsenburgerladen in der Skellos-Einöde eröffnen. Oh, ein Burgerladen. Oh, wie geil das wäre. Jeden Tag frische Burger. Gut, C4. Jetzt hat er die Welt hier eröffnet oder wie. Naja, gut. Egal, ich würde sagen, wir gehen hier als erstes rein. C4. Dann ist es doch C4, oder nicht? C4? C4? C4 würde ich mal. Egal. Nee, doch, C4 ist richtig. Ja. Oh, herrlich, diese alten Spiele sind so wunderschön. Okay, Wahnsinn. Spyro, wir sitzen hier ein wenig in der Klemme. Die Windbauer haben uns in der Zange und wir haben auf einen Freiwilligen gewartet, der ihr Munitionslager in die Luft jagt. Das ist wohl dein Job. Wow, woher weißt du, wie ich heiße, mein Lieber? Fällt mir gerade mal so auf. Aber egal, das ist nicht besonders wichtig. Ja, das hier ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Level, ich finde. Ich weiß nicht mehr, was sie können, die ganzen Gegner. Ich hau mich deswegen einfach mal schnell um, dass wir ja nicht getroffen werden. Oh, doch, kriegen wir. Schön. Ach, die können die Raketen quasi spucken. Ach nee, okay, die müssen dafür erstmal die Raketen fressen. Verstehe. Die fressen die Raketen von den Eltern quasi, das von oben runterschmeißen. Und danach können sie die ausspucken. Aha. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Level. Hat so ein bisschen was von Call of Duty. So, mehr oder weniger. Oh, wie süß die piepen. Tja, der Colonel ist hier und heute gibt's KFC. Oh, was? Ah. Ihr könnt ihn ja schon mal nicht treffen. So, Sparks, dann nasch ihn mal. Jo, das war. Wir sind ja übelst unter Beschuss, aber das ist okay. Hier ruf. Hier ist nichts. Man muss immer fünfmal gucken hier. Verzeihung, aber. Nur so kommen wir vorwärts. Ja. Oh, genau. Jetzt können wir mit, jetzt können wir gleich dann ein bisschen rumknallen. Und damit, glaube ich, so ein bisschen die Sachen hier öffnen. Wow! Der Vogel hat sich gerade selbst gekillt. Herrlich. Verflixte Kanone. Funktioniert einfach nicht. Kannst du den Vogel da wegpusten, Soldat? Spring hier hoch und versuch es. Ich würde mal behaupten, du bist einfach nur ein bisschen unfähig, wa? Okay, Vogel. Pow, 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 pow. Genau deswegen habe ich es geliebt. Man kann dann nämlich hier ordentlich durchziehen. Oh, viel zu weit. Genau. Können wir den noch? Oh, First Triumphs. Und den noch? Und, den noch? Na, was war da oben? Jo? Nö? Jo, den haben wir.
So, tatsächlich habe ich von hier hinten auch immer, ich glaube, die Vögel da hinten auch abgeknallt. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Wobei das an sich auch egal ist, weil die brauchen wir halt nicht. Von daher. Naja. 25! Yeah. Ich liebe diese Lieder noch. Gibt es die auch als Merchandise? Das wäre mal richtig sexy. Davon hätte ich wieder gerne mal so einen Edelstein. Oh, wäre das cool. Muss ich näher mal gucken, ob es sowas gibt. Am liebsten näher den Lilien, ne? Weil, ne, rosa Lilien. Weil, ich weiß nicht, die sehen halt so schön aus. Also, das gefällt mir sehr gut, obwohl mir Blau eigentlich meine Lieblingsfarbe ist. Aber die Rosen sehen einfach sehr, sehr schön aus. So, gehen wir hier weiter? Kommen wir hier weiter? Nö, wir einfach, ja. Gagag. Feuer! Das war die Kollektivstrafe hier. Feuer! Feuer! Brennt ein... Ah, er hat es erwischt! Ah, Soldat verletzt! Lecker Würmchen! So, Gnome? Bang! Genau zielen. Oh, oh. Bang! Yeah. Oh, die können wir, glaube ich, sogar direkt abknallen. Mal ausprobieren. Yeah. Steuerspiel! Okay, jetzt müssen wir hier runter. Hier ist quasi das nächste riesige Gebiet. Oh ja, stimmt. Oh, es ist schön. Es ist so schön, wenn ich mich dann so langsam an die ganzen Sachen wieder erinnere. An die ganzen Quests und guckt euch mal an, wie süß die sind hier. Guckt euch das mal an. Oh, sind die niedlich. Ich liebe Elefanten. Wobei die so eine komische Musterung, so ein Muster haben. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt wirklich Elefanten sind. Auf jeden Fall so eine ähnliche Art, ne? Das sieht mir aus wie Elefanten. So, genau. Das ist die Aufgabe hier. Ist es nämlich, da ist der Schäfer der Elefanten, die wieder reinzupfeffern. Mein Name ist Klein Bo Piep und oh, meine Kolex sind weg. Bei diesen ganzen Kämpfen Kulex. Hier laufen sie immer davon. Kannst du mir helfen, sie wieder in meinen Stall zu bringen? Bo Piep. Oh, ist das süß. Bo Piep. Oh, 5 Stück haben wir hier. Gut, wir gehen erstmal weiter. Da hätten wir auch noch ein Loch. Ne? Oh Gott. Die Welt ist schon wieder so groß. Das Level meine ich natürlich. Nicht die Welt. So. Okay. Hier sind schon wieder ein paar. Haben wir unten alle? Nö, 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 nö. Ah, Opi. Ist das süß. Opi, den Namen werde ich mir merken. Hoffentlich, weil knuffig. So. Feuer! Peng! 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 Ah ne, dafür musst du rauffliegen. Aber das ist in Ordnung. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, wofür wir die hier brauchen. Denn, wenn wir vorher gespielt haben, dann war das ja so, dass wir, dass die Elefanten so ein bisschen gesprungen sind. Wenn ich aber jetzt dieses... Oh, genau. Das gab es ja auch noch. Ja. Die muss man jetzt immer wieder suchen. Die sind immer an einem neuen Platz und da muss man die immer wieder zerstören. Bis, weiß ich nicht, 2-3 Mal, 5 Mal oder sowas und irgendwann ist es soweit. Dann, ja, kriegt man, ich weiß gar nicht, Münzen? Münzen, ne? Genau. Edelsteine, glaube ich. So, und so kann man die jetzt darauf pfeffern, auch wenn es ein bisschen brutal aussieht, aber es gibt Sachen, die müssen immer sein. Upsala, da haben wir den wieder runtergefeuert. Und, yay! Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht. Aber wir müssen da nochmal rauf, weil wir, glaube ich, sonst nicht den anderen erwischen da oben. Okay, und... Okay, hoppe! Ups! Also Spiral 2 wäre ich jetzt schon... Ah ja, genau. Ich bin der Meinung... Oh, war genau. Ich bin der Meinung, wenn ich die so anspringe... Naja, nö, gehen. Schade. Ich dachte, das war, dass sie den schneller springen oder weiter springen. Gefühlstechnisch, aber doch nicht. Ah, man kann nicht alles haben, nicht wahr? So, Nein, 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 nein. Geiler, yeah. So, Bo Piep, da haben wir schon mal 3, 2. Der dritte ist unterwegs.
Und da haben wir dann Kulek. Nummer 3. Da haben wir es Nummer 4. Und ich bin der Meinung, wenn wir hier weitergehen, kommt da war auch noch irgendwie eine Nebenquest. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so genau sicher, was da unten war.